Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und dieses Mal zeige ich euch, wie ihr es gewünscht habt, wahrscheinlich nur um mich zu quälen, einen Heavy Mio Satz für die Übung Beinstrecken an der Maschine natürlich. Und ich habe es schon einmal vorgestellt, und zwar in diesem Video. Und naja, ihr habt euch gewünscht, dass ich den mal performe. Es ist eine sehr harte Intensitätstechnik, wobei das nicht so ganz stimmt, denn Intensitätstechnik ist meistens etwas, was man anwendet von Satz zu Satz. Hier kann das auch der einzige Satz sein für eine ganze Woche für den Quadrizeps. Dieses Training ist vor allem dafür gedacht, um nochmal einen extra Reiz reinzubringen, aber auch um eventuell ein Training abzukürzen, dennoch einen Reiz zu setzen. Also das ist nicht irgendwo ein Kompromiss, wenn ich schon nicht trainieren kann, kann ich wenigstens ein bisschen was machen, sondern das ist sogar eine Methode, wie ihr es vielleicht schafft, endlich mal da Muskelkater reinzubekommen, wo ihr keinen schon mehr bekommt und dadurch vielleicht auch einen Wachstumsreiz zu setzen. Hängt nicht immer zusammen, stimmt, aber es ist doch zumindest ein Indiz dafür, dass man wirklich was getan hat. Nun ja, und jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Heavy Mio Satz. Video, was es genau ist, findet ihr dort. Besonders beim Beinstrecken macht Sinn. Ihr sucht euch eine Wiederholungszahl aus. Ich nehme meistens etwas Rundes, 50 oder 100, die ihr insgesamt absolvieren wollt. Das versucht ihr jetzt in möglichst einen Satz zu machen. Aber natürlich könnt ihr das nicht durchgehend machen. Ihr meint Pausen zwischendurch. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn da Pausen zwischendurch sind, dann sind es ja mehrere Sätze. Wir zählen es trotzdem als einen Satz. Denn wir zählen hier nicht etwa die Wiederholungen und das Gewicht wie sonst, 12 Wiederholungen mit X Gewicht und 8 Wiederholungen mit Y Gewicht, sondern wir schauen auf die Zeit, in der wir das absolvieren und versuchen uns da zu bessern bzw. diese möglichst kurz zu halten. Heißt, wenn ihr, so wie ich es gleich mache, direkt mal einen 100er Satz performt, dann sucht ihr euch, dann versucht ihr in der kürzestmöglichen Zeit diese 100 Wiederholungen zu schaffen mit dem Gewicht. Gewicht darf nicht hoch oder runter gesetzt werden. Das ist so ein bisschen ein Satz, man muss sich das vorstellen, mit einer gewissen Strategiekomponente drin. Ähnlich wie bei der Formel 1, man muss schauen, ab wann geht man in die Box rein, um Reifen zu wechseln, mache ich das früher, um dann anschließend länger fahren zu können oder auch tanken zu gehen, oder mache ich das etwas später, weil ich vorher was aufholen möchte, aber dann vielleicht den Vorsprung verliere, was auch immer. Hier versuchen wir, die Pausenzeit, und das ist eure eigene Willenskraft, so kurz wie möglich zu halten. Allerdings muss sie natürlich lang genug sein, um anschließend noch ein paar Wiederholungen zu schaffen. Es bringt gar nichts, wenn ihr euch erst auspowert mit 20 Wiederholungen bis zum allerletzten, dann nur 3 Sekunden Pause lasst und vielleicht nur noch 2 Wiederholungen hinterher schafft. In Zweierschritten werdet ihr die letzten 80 Wiederholungen wahrscheinlich nicht schaffen. Heißt, ihr lasst vielleicht 30 Sekunden Pause, probiert es aus und schafft vielleicht nochmal 8-9 Wiederholungen. Lasst ihr länger Pause, schafft ihr vielleicht mehr Wiederholungen. Aber ihr seid ja auch getrieben und ihr versucht, die Zeit so kurz wie möglich zu halten. Heißt, ein Leitsatz, so die Pause gilt für die Pausen hier, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Das ist der absolute Leitsatz für die Pausen. Dazwischen ist alles erlaubt. Am Anfang mache ich es meistens so, dass ich, wenn ich das erste Mal ablegen muss, immer noch an der Maschine sitzen bleibe. Aber später ist es auch bei dem Pump, der sich dann entwickelt, nach 40, 50 Wiederholungen durchaus erlaubt, mal eine Runde zu gehen. Dennoch, ihr seid dafür verantwortlich, das so kurz wie möglich zu halten. Notiert euch die Zeit und versucht das dann von Woche zu Woche oder Monat zu Monat mal zu verbessern. Muss auch nicht sein, dass man das immer so trainiert, aber probiert es mal aus und es ist ein echt cooler Kicker. Ich mache das jetzt mit 100. Ich habe schon 6 Sätze vorher gemacht Ausfallschritte. Deswegen ist schon ein bisschen was drin und eine Vorerschöpfung da. Das Gewicht wähle ich bei einem 100er Satz so, dass ich die ersten 20 bis 25 Wiederholungen schaffe. Durchgehend. Und ab dann wird es eh schwer. Das wird damit enden, dass ihr wahrscheinlich 6, 7, vielleicht sogar 8 Mal absetzen müsst. Bei einem 50er Satz stelle ich das Gewicht so ein, dass ich vielleicht nur zwischen 12 und 15 Wiederholungen beim ersten Mal schaffe, heißt ein höheres Gewicht. Nun ja, ich werde das Ganze jetzt hier in Echtzeit zeigen, dann bekommt ihr alles mit. Keine Ahnung, ob das dann langweilig wird oder nicht, aber so seht ihr wenigstens, dass ich es wirklich absolviert habe. Muss dazu sagen, ich weiß nicht mal, ob ich es bis zum Ende schaffe, denn ich habe mir vor anderthalb Wochen
etwas zugezogen im Quadrizeps weiter oben. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich bin vorsichtig. Es ist nichts wirklich Schlimmes gewesen, aber schon so, dass ich die ganze Zeit eine Dauerspannung drauf spüre. Deswegen passe ich ein bisschen auf, aber bei einer ISO-Übung sollte das eigentlich gehen. So, jetzt schweige ich und genieße. Und dann mal sehen, wie weit ich komme. Und los geht's. Denk dran, Handtuch und Trinken bereitzustellen. Dann müsst ihr nicht nochmal durchs halbe Studio. Und ich stopp mal die Zeit, einfach nur für euch. Verzeiht bitte den Ton heute, da ich diesen Satz spontan mache und die Kamera dabei hatte, aber nicht das Mikro, dachte ich trotzdem, den werde ich jetzt mal einfach für euch machen und damit eurem Wunsch gerecht werden. Jetzt doch nur 20. Und ihr habt gesehen, trotzdem kontrolliert das Ganze machen. Ihr wollt nicht fuschen, ihr wollt nicht einfach nur die Übung absolvieren, ihr wollt wachsen. Also nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert und nicht oben antitschen, langsam runterlassen. Thank you.
muss ich immer schnell aufstehen, damit sich das Blut da nicht so staut. So, ich habe die Hälfte erreicht. Und das in 4-mal absetzen. Ich sage extra nicht 4 Sätze. Absetzen. Halftime Report. In 4 Minuten 40. Normalerweise, das seht ihr jetzt schon, lassen die meisten 3 Minuten Pause, wenn sie einen Satz haben bis zum Muskelversagen, bis zum nächsten. Hier haben wir jetzt schon 4 gemacht. In 4,5 Minuten. Eine ganze 50 Wiederholungen. Der Pump wird enorm. So, direkt weiter. Jetzt komme ich gerade in 10er Schritten ungefähr voran. Wenn ich immer so eine Minute Pause dazwischen, glaube ich, lasse. Seht, die Ausführung soll kontrolliert sein, korrekt sein. Wir fuschen nicht. Wenn ihr schon nahe dem Muskelversagen seid, dann könnt ihr ein paar extra hinterherjagen. Nicht unbedingt, dass es nur noch Teilwiederholungen sind bis zur Hälfte, aber ihr seht, dann werde ich auch ein bisschen schneller. Aber erst ganz zum Schluss, wenn ihr das schon vorher macht, obwohl ihr eigentlich die Kraft hättet, noch eine langsame zu machen, dann wäre das Fusch. Wenn ihr gar nicht mehr die Kraft hättet und eigentlich aufhören müsstet, dann aber noch 2, 3 hinterherjagt, dann ist es natürlich eigentlich sogar viel intensiver, was ihr macht. Das zählt noch. 61, glaube ich. Ab einem gewissen Punkt mache ich dann den Countdown und zähle rückwärts. Es ist zwar ein leichteres Gewicht, wenn ihr einen 100er Satz macht, aber natürlich trotzdem brutal. Vielleicht fangt ihr mal an mit einem 50er. Weniger als 50 lohnt sich nicht so richtig. Außer ihr macht natürlich das Gewicht so hoch, dass ihr nur 10 Wiederholungen schafft, aber dann werden auch die Steps hinterher zu klein. Also ich empfehle euch, macht so ein Gewicht, mit dem ihr 15 bis 20 Wiederholungen schafft und dann macht mal einen 50er, beim nächsten Mal vielleicht einen 100er. See the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car, I'ma get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car, I'ma get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Countdown ist erreicht, nur noch 20. Oh! Ja. Das ist so der Zeitpunkt, an dem manche von euch vielleicht das Bedürfnis haben zu kotzen. Legt euch einen Eimer daneben. Außer ihr habt eine so große Trinkflasche wie ich. Könnt ihr natürlich auch bestellen. Die gibt es auch bei der Protein Arena. Schaut da mal vorbei mit dem Code GOTTI15. Kriegt ihr auch noch 5% weniger. Lohnt sich natürlich nicht, wenn ihr nur die holt. Aber wenn ihr euch noch ein bisschen Protein dazu holt, macht's was aus. Oh, komm schon. So, da ich 80 gezählt habe, eigentlich bei 19 anfangen, aber mache ich ruhig bei 20.
Yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and it giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Kennt ihr das, wenn ihr am Schluss von einem längeren Run seid, 5 Kilometer oder so, die letzten 500 Meter kommen, dann kann man seine Energiereserven einschätzen, dann kann man nochmal richtig Gas geben und alles. Dann könnt ihr auch hier zum Schluss machen, einfach ein paar Sekunden noch gut zu machen. Ein paar Sekunden besser zu sein als letztes Mal. Pause. Jetzt habe ich auch nur noch 5 geschafft. Aber komm schon. Die Ziellinie ist in Sicht. Noch 5 Schritte. So schnell es geht, so schnell es geht. Komm schon. Komm schon. 5, 4, 3, 2, 1. Hammer kalkuliert. So Leute, danach natürlich gut dehnen, sagt der Richtige. Wenn ich dafür nicht mal ein Like an dieser Stelle verdient habe, einfach nur, um den für euch zu performen zu haben. So kann man den machen. Natürlich könnt ihr das auch für andere, ach Gott, Muskelgruppen machen. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren, wenn ihr schlechten Reiz in den Bizeps bekommt, in den Trizeps oder sonst was. Macht es mal mit irgendeiner Übung. Grundsätzlich würde ich empfehlen, so etwas nicht unbedingt mit schwereren Grundübungen zu machen, bei der ihr viel Muskelmasse bewegt. Also so etwas wie Rudern, Langhantelrudern, Kniebeugen würde ich nicht mitmachen. Das überfordert einfach nur generell das zentrale Nervensystem. Aber ISO-Übungen kann man so echt nochmal was rausquetschen. Tja, wie gesagt, wem das gefallen hat, lasst mir was da. Schreibt eure Kommentare drunter, wenn ihr Fragen dazu habt. Bitte, wenn ihr noch mehr Wünsche habt, mal eine bestimmte Intensitätstechnik zu demonstrieren, von der ihr gehört habt. Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an oder schaut auch mal bei proteinarena.de vorbei. Mit dem Code GOTTI15 könnt ihr da 15% Rabatt bekommen und das bekommen nicht etwa ich, sondern eigentlich niemand. Ihr habt einfach nur etwas davon. Also, das war's von mir. Abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und macht's gut. Bis bald, euer Gotti.